Auf geht's. In diesem Tutorial geht es um die Bearbeitung einer Algebra-Aufgabe aus dem Prüfungsbuch. Hier geht es um die Lanxess Arena in Köln. Das könnt ihr euch alles wegdenken, es geht einfach nur um diesen Parabelbogen. Sinnvollerweise zeichnet ihr euch jetzt ein Koordinatensystem ein mit dem höchsten Punkt durch den Schnittpunkt mit der Y-Achse. Dann wisst ihr außerdem, dass der Bogen 190 Meter breit ist, das heißt von der Mitte aus genau die Hälfte, das ist ja symmetrisch. Rechts und links haben wir also 95 Meter. Das bedeutet, der x-Wert ist dort 95, der y-Wert ist 0. Entsprechend auf der Gegenseite haben wir minus 95 und auch 0. Also wer es gerne negativ rechnen möchte, kann sich da gerne austoben. Aber wir nehmen mal das Positive. Das mögen wir lieber. Ganz oben haben wir den höchsten Punkt mit 76 Metern und das ist dann eigentlich der x-Wert 0 und der y-Wert 76. Wollen wir mal gucken, was wir davon haben. In der Anleitung steht ja drin, welche Form diese Gleichung hat. Y gleich ax² plus c. Das schreibe ich mal hier raus. Und wir können sofort das c bestimmen, weil das ist ja nun mal der Schnittpunkt mit der y-Achse, nämlich 76. Das hier ist jetzt mal die vorläufige Gleichung. Jetzt haben wir noch zwei Variablen drin, y und x. Und dann nehmen wir uns einfach diesen gewählten Punkt von oben, nämlich 95 und 0, und setzen das entsprechend ein für y und x in die Gleichung. Das bedeutet, für y, a suchen wir noch. x² ist 95 hoch 2 plus 76. Den Rest macht jetzt der Taschenrechner, bisschen hin und her formen und dann kommen wir dann nach einigen Schritten auf das Ergebnis a gleich das. Das ist aber ganz gut, dass das ein Minus hat, denn die Parabel ist ja nach unten geöffnet. Die vollständige Funktionsgleichung lautet also und dann ist die erste Aufgabe gelöst.